Guten Abend, Wolgast! Ein herzliches Willkommen euch allen, die ihr heute doch zu diesem kleinen Highlight hier wieder nach Wolgast gefunden habt. Wir haben wieder einmal eine Ausweichmöglichkeit wählen müssen, um unsere Kundgebung stattfinden zu lassen, und zwar wieder auf diesen Platz hier unten am Rande der Stadt, idyllisch gelegen in der Natur, aber auch ein bisschen weit ab vom Schuss. Der Kai ist natürlich für öffentlichkeitswirksamen Protest prädestiniert, aber natürlich auch für die Aufstellung eines Riesenrades. Dieses soll voraussichtlich bis Mitte September sogar da stehen bleiben. So genau weiß das aber noch keiner. So lange gilt jedenfalls die Sondernutzung für diese Fläche. Und wir müssen mal gucken, wie wir in Zukunft hier unten im Wolgast weiter agieren. Wir werden schon irgendwo ein Plätzchen finden und uns bemerkbar machen in dieser Stadt. Weil davon auszugehen ist, wir sind noch lange nicht am Ende mit dem, was wir hier regelmäßig so treiben, und zwar Widerstand. Diesen Platz haben wir denn kurzfristig gewählt, weil sich eine andere Aktion noch gemeldet hat. Die wollten ein Autokorso stattfinden lassen, und unsere Gedanken gingen erst zum Platz der Jugend hier, beziehungsweise dem angrenzenden Parkplatz im Zentrum der Stadt. Aber da wäre für diese Leute wenig Aufstellfläche gewesen, mangel dem ganzen Trubel. Keiner weiß bei so einem Fahrzeugkorso überhaupt, wie viele Fahrzeuge kommen. Und so habe ich dann kurzerhand entschlossen, dann lass uns runter an den Fischmarkt gehen hier, oder Parkplatz am Fischmarkt. Hier ist genug Platz, so dass auch die Versammlung stattfinden kann. Losgehen soll das da drüben, da ist die Aufstellfläche, und von da beginnt nachher der Fahrzeugkorso. So, bevor es losgeht, hier die eine Auflage, die wir bei dieser Versammlung noch beachten müssen, geht ganz kurz. Jegliche Hilfsmittel zur Meinungskundgabe sind bitte nur zum eigentlichen Zweck zu gebrauchen, nicht aber schlimmstenfalls dafür anderen Menschen, Teilnehmern, Passanten oder begleitenden Polizisten körperlichen Schaden zuzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Versammlung ist damit eröffnet. Wir hatten nicht allein angekündigt, heute einen doch durchaus szenerelevanten Musiker hier wieder heute vor Ort zu haben. Ein herzliches Willkommen, Esteban Cortez. Sondern ganz spontan und kurzfristig hat sich ein weiterer Musiker angekündigt, der heute uns mit seiner Musik und mit seinem Dasein unterstützen möchte. Einen ganz herzlichen Applaus auch an Stefan Krehe. Heute ist so ein bisschen zurückblicken auf die Zeit, die hinter uns lag, schon bis jetzt. Und an dieser Stelle sei unbedingt vorab gesagt, hier geht es die ganze Zeit um verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Wir haben auf Versammlungen in diesem Land schon die wirklich abstrusesten Dinge erlebt. Und nunmehr seit Jahren, wenn man denn immer das Highlight liest, den Rückblick, den offiziellen, der in den Innenministerien geschrieben wird. Ich druck mir die Dinge immer aus, jedenfalls was den Phänomenbereich DEL, also Delegitimierung des Staates betrifft, lässt einen einfach nur mit dem Kopf schütteln. Früher hieß DEL, also Delegitimieren des Staates, Frau Faeser, schönen Dank für diese kreative Wortschöpfung, einfach nur Regierungskritik.
Und im Sozialkundeunterricht wurde gelehrt, dass Regierungskritik unbedingt zu einer Demokratie herrscht, genauso wie Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Frau Faeser, machen Sie bitte Ihre Hausaufgaben und hören Sie zu. Ihnen wird hier Ihr Ständchen auch heute Abend wiedergebracht. Gesagt wurde in der letzten Zeit viel und wir wollen heute auch gar nicht so viele Worte machen, sondern dankbar darüber sein, dass wir zwei Künstler hier haben und einfach vielleicht auch mal Musik sprechen lassen, weil Musik kann auch sehr viel ausdrücken. Und ich danke beiden, dass sie den Weg zu uns gefunden haben und freue mich ganz sehr. So, womit fangen wir an?